Also man hat auch erkannt, wer barfuß regelmäßig in der Natur unterwegs ist, der trägt dazu bei, dass der Heilungsprozess, also die Selbstheilungskräfte sich verbessern, also das Immunsystem halt eben gestärkt wird. Das ist auch im Laufe des Lebens, gerade in Deutschland, erkranken an die 70 bis, Tendenz steigen bis zu 75% der Menschen an den Füßen und den damit verbundenen Begleiterscheinungen, wie Rückenschmerzen, Knieprobleme, Rückenprobleme, habe ich eben gesagt, aber auch Burnout-Probleme hängen, das weiß man heute, unter anderem ursächlich damit zusammen, dass wir permanent Schuhe tragen und nicht mehr verbunden sind mit der Natur. Also wir haben uns quasi abgenabelt von uns selber letztendlich auch und von der Natur. Und viele psychosomatische Fachkliniken weltweit gehen tatsächlich mit ihren Patienten regelmäßig in den Wald, barfuß. Ich habe festgestellt damals, dass meine Tochter die Schuhe immer wieder ausgezogen hat. Also da war scheinbar doch noch dieser natürliche Instinkt da, nein, es geht ohne Schuhe. Nur haben wir es nie berücksichtigt. Jetzt, ein paar Jahre später, bin ich schlauer. Es ist oft bei Kindern so, wir glauben ja immer als Erwachsene, dass wir den Kindern immer das Leben erklären müssten. Das ist in vielen Bereichen auch sicherlich notwendig und auch richtig. Aber wir können durchaus auch als Erwachsene von Kindern lernen. Heute weiß man auch, ungefähr 70% aller Knieoperationen sind eigentlich nicht wirklich notwendig, wenn man sich denn anders verhält. Und es gibt keinen Zeitpunkt, der zu spät ist, damit anzufangen, mit dem Barfußgehen, mit dem bewussten, mit dem gelegentlichen, aber bewussten Barfußgehen. Wie ich auch in meinem Buch immer wieder sage, der gelegentliche, aber bewusste Verzicht auf etwas, in dem Fall auf Schuhe, kann ein großer Gewinn sein. Die Erde ist ein könnte man sagen, riesengroßer Akku mit einer Masse von 6 Trilliarden Tonnen. Das ist eine 6 mit 21 Nullen, kann man sich gar nicht vorstellen. Die permanent aufgeladen wird. Nämlich elektronisch. Und wir sind ja auch Wesen, die quasi elektronisch funktionieren. Unser Herz-Kreislauf-System, wenn wir zum Arzt gehen, was macht der? Ein EKG. Was heißt das EKG? Elektrokardiogramm. Planta pedis. Das ist eine der größten Sehnenplatten, die wir haben. Eine der größten Sehnen, die wir haben. Und da drüber sitzt dann halt eben die Plantarfaszie. Faszientraining ist heute auch überall ein Thema, hört man immer wieder. Aber die meisten Faszientrainer beschäftigen sich halt eben mäßig bis gar nicht mit den Füßen. Und die größte Faszie, die wir haben, sitzt in der Fußsohle. Die größte und dickste Faszie. Das ist ein Sehnenstrang, der geht von den Zehen bis zum Fersenbein. Und ganz spannend, auch wissenschaftlich evaluiert, die einzige Faszie, die von den Zehen bis zur Schädeldecke eine Verbindung hat, ist die Plantarfaszie auf der rückwärtigen Seite des Körpers. Aber jeder bekommt ein positives Feedback. Das ist gewiss, das kann ich sagen. Und mit erhobenen Zeigefinger sage ich das immer, suffisant natürlich. Ein Nachteil hat das Ganze, man wird süchtig, wobei diese Sucht ist legal.